Aloha, meine Lieben, und willkommen zu Episode 6 von Silence of the Sleep, präsentiert von Celine A.K. Queen Nerdidala. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche ein Grammophon, ganz schnell. Oh, was war das denn? Yeah, I'm not alone in that house, hat er mir gerade gesagt. Whose house runs house? Oh, da ist ein Grammophon. Yes! Okay, wir als allererstes speichern wir. Yes. Okay, dann jetzt schauen wir uns um. Ja, jetzt können wir uns in Ruhe umschauen. Das ist also das Haus von dem Bartender. Das ist schön hier. Wundervoll. Okay, hier kann man nicht raus. Da müssen wir wohl durch die Tür. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir lauschen müssen. Ne, wir können so durch die Tür. Oh, es ist nicht so dunkel, wie ich angenommen habe. Das freut mich schon mal. Ich hoffe, ich muss mir nicht merken, wo ich überall lang bin. Ich muss es... Ja, wahrscheinlich doch. Ich mache mal eben die Kopfhörer wieder etwas lauter, obwohl das, glaube ich... Einigen... Shit. What is that noise? No. It seems I'm not alone. I better be careful. Oh. Was? You can hide from monsters by going behind the cardboard boxes. Wo sind denn die cardboard boxes? Da. Once you find a place to hide, make sure you switch off your flashlight. When you successfully hide from the monsters, the screen turns red. Okay, ich kann mich vor Monstern verstecken, hinter diesen Pappschachteln. Wenn ich einen Versteckplatz gefunden habe, muss ich die Taschenlampe ausschalten. Wenn ich mich erfolgreich vor denen versteckt habe, wird der Bildschirm rot. Kann er da nicht grün werden? Mir ein bisschen Hoffnung geben? Okay. Hide and breathe. Oh mein Gott. If you're being chased by a monster while you hide, you need to steady your breath by holding a green circle inside the box. You control the green circle with your mouse. Okay. Während ich gejagt werde von einem Monster. Nee, Quatsch. Während ich mich verstecke. So. Muss ich meinen Atem gleichmäßig halten. Und das kann ich schaffen, indem ich diesen grünen Kreis innerhalb der Box halte. Ja, okay. Let's see me fail. Wo sind denn hier Cardboard Boxes? Ach du Scheiße. Also Licht aus und... Sollen wir hier mal rein? Das ist nicht sehr vielversprechend, dieses Geräusch. Ah, was ist das denn? 265? Muss ich mir das merken? Ich schreibe mir das mal auf, Leute. 265. Ich habe hier einen Zettel und einen Stift. Kann ich hiermit was machen mit der Zahl? There's something drawn to the mirror. 265. Drei, fünf, acht, eins. Geht noch weiter. What the hell was that? Let's see. Ach, du Scheiße, ey. Zwei. Moment, passiert hier irgendwas? Oh mein Gott, was ist das? Ja. Ist... Ah. Okay, 265, 3581. Nee, ich muss mich wieder richtig drehen. Oh, schön. Da läuft da so ein Monster rum. Oh nein, jetzt gucke ich nur durch so einen Spalt. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Links quietscht was. Das muss man ja mit Kopfhörern spielen. Wenn man wissen will, wo das Monster ist. Ich sehe aber nichts. Ey, wenn gleich ein Auge oder so kommt, dann war es das für mich. Ehrlich.
Ich streame das ja nicht. Wenn ich jetzt sterbe vor Schock, dann war's das mit mir. It's locked. Oh, ein Glück. Oh. Nein! Nein! Oh, ich bin ja in die falsche Richtung gedreht. Ja, okay, wir haben gespeichert. Oh. Shit. What is that noise? Oh mein Gott. Aber wo sind denn hier Cardboard Boxes? Ich sehe keine Cardboard Boxes. Ja, das wissen wir. Fuck. Ich muss nur mal gucken, ob das noch die gleiche Zahl ist. Ja, das wird das gleiche sein. 265, ja. Oh, ist das uncool, Leute. Und 3581. Okay, das ist noch das gleiche. Was war das denn? Nein. Ich möchte das nicht. Wieso ist das Vieh denn jetzt hier? Was? Nur weil ich da durchgeguckt habe. Ich habe da durchgeguckt. Wieso sie... Wie, aber... Hä? Ich dachte, ich muss da durchgucken, um sowas zu umgehen. Och, Leute, wieso, was ist das denn? Mann. Seems I'm not... Yeah. Yeah, we know that. Mach mal das Flashlight aus, weil gerade so von wegen. Oh. Wie kann man sich eigentlich jedes Mal dabei erschrecken? Jetzt sehe ich nichts. Vielleicht, weil ich mich gerade versteckt habe und die Taschenlampe noch anhatte. Ne, ich glaube, es geht nach rechts, geht's noch nicht so weit. Aber scheint weg zu sein. Okay, ich muss dann hier nach vorne raus. Okay, das ist jetzt immer woanders. Hä? Nee, Leute. 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 Ach, das sind Cardboard-Boxes. Ich kann mich hier nicht verstecken. Was soll das? Ah. Oh Mann, wie lange soll das denn dauern? Okay, ich wusste natürlich nicht, ob die offen ist oder nicht, das war jetzt. Aber die Cardboard-Boxes, da konnte ich mich nicht, da stand nur just some old junk. Ja. Ich will mich da verstecken, nicht irgendwie das kommentieren. Oh Leute, es tut mir so leid. Wie lange soll das dauern, ey? Das ist unfassbar. Ja. Ja, aber das ging gerade nicht. Steht da wie? Ist doch scheiße, sowas. Ich weiß halt nicht, ob ich das aktivieren muss jedes Mal. Es tut mir echt leid dann. Und tut es mir auch für mich leid, dass ich immer wieder diese Hände sehen muss. Ja, das Vieh ist da. Jetzt ist es weg. Oh, scheiße.
Man, whoa. Nichts für mich hier, ne? Was mache ich denn jetzt bloß? Ich verstehe nicht, wie ich mich bei diesen Cardboard-Boxes verstecken soll. Oh, it's locked. Auch lockt. Schnell raus hier. Ach du Scheiße, wie sieht's denn jetzt hier aus? Okay. Ganz im Ernst, also das ist jetzt unfair, weil da stand bei den Cardboard Boxes. Ich stehe vor den Cardboard Boxes und drücke E wie eine Bescheuerte und es funktioniert nicht. Ich meine, wie soll ich denn dahinter kommen? Es gibt ja keine Möglichkeit, dahinter zu kommen. Sowas regt mich echt auf, Leute. Ey, da werde ich echt stinkig, weil jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist doch nicht normal. Ey, ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Ich habe keinen Bock, hier in diese Tür reinzugehen. Das nehmen? Nee. Oh. Ach, das heißt verstecken oder was? Tatsache. Oh Mann. Also muss ich doch durch diese andere Tür. Ja, kommt das Vieh jetzt oder was? Ich weiß nicht, ob ich hier raus kann. Kann ich hier noch weiter? Das wird aber ein Albtraum hier. It's locked. Muss ich hier irgendwo Schlüssel finden oder was? Oh Mann, ey, das ist ja ein Albtraum. Kann ich hier irgendwas finden? Wisst ihr was? Ich gehe mal eben speichern. Da müssen wir uns nicht jedes Mal angucken. Ja, okay. Hier war ja nichts mehr, ne? Nee. Ja, ich bin jetzt echt weit gekommen, auch so. Es ist ja herrlich. Ich glaube, das muss ich mir. Ich muss es mir, glaube ich, wieder angucken, diese Zahl. Oh Mann, ist das abartig. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie was vergessen habe. What the hell was that? Let's see. 265-3581. Okay. Machen wir mein Flashlight aus. Okay. Das ist echt der Hammer, ey. Hier komme ich nicht durch. Nee, geh hinter den Cardboard-Boxes. Kann ich mich gar nicht verstecken. Ja, aber wenn hier alles zu ist, ne? Just junk. Nothing of use. Ich muss jetzt echt hier mir alles angucken.
Nee. Nee. Wo muss ich denn hin? Habt ihr noch einen Weg gesehen? It's stuck. It's stuck. Okay, wo soll ich mich hier verstecken? Wo soll ich mich denn hier verstecken? Das ist doch scheiße. Das macht doch so keinen Spaß. Da gab's doch nichts zu verstecken, oder? Oh, weil es so schön ist. Ich verstehe das nicht. Mann, ey. So, Taschenlampe aus. Dreh dich und gucke. Nee, ich höre nichts. Oh. Wo ist die Tür? Nee. Okay. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also ich verstehe wirklich nicht, wie ich diesen Viechern entweichen soll. Weil wenn der jetzt auch noch in die Tür reinkommt, obwohl er draußen war, was soll ich denn da machen? Also ich meine, ich kann mich ja nicht in Luft auflösen und auf der Toilette war nichts zum Verstecken. Entweder gehe ich das jetzt hier ein bisschen unclever an. Ich habe echt keine Ahnung. Oh, das war jetzt aber erstmal genug für diese Folge, auch wenn hier nicht wirklich viel passiert ist. Aber ihr kriegt noch einen Fakt von mir. Ich hoffe jetzt nicht, dass die ganzen nächsten Folgen so weitergehen, weil das wäre sehr traurig. Das wäre sehr doof. 35. Sammelt man in New Super Mario Bros. Wii 99 Leben, spielt man fortan als Mario ohne Mütze. Dies funktioniert nur bei Mario und bei keinem anderen Charakter. Das stimmt. Ich habe mich nämlich mal gewundert und das ist wirklich wahr. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.